wunderschönen guten Morgen. Dritter Tag Republika 2013. Ihr seid fit einigermaßen. Ja, das wird noch. Wir beginnen und zwar mit einer Doppelgeschichte. Zuerst ein Vortrag, danach ein Panel. Deswegen stehen die Stühle auch schon hier. Aber eigentlich zu einem Thema und zwar zu Fähigkeiten, die man dann doch im 21. Jahrhundert mitbringen sollte. Was müssen wir wissen? Was müssen die aus der nächsten Generation wissen? Was für Fähigkeiten müssen sie haben und welche vielleicht gar nicht mehr? Dazu wird jetzt in den nächsten 30 Minuten Andreas Schleicher etwas erzählen. Andreas Schleicher hat einen wahnsinnig tollen Titel. Andreas Schleicher ist Deputy Director for Education and Skills and Special Advisor on Education Policy to OECD's Secretary General. Man könnte jetzt auch einfach sagen, er ist Mr. Pisa. Und ich wünsche einen schönen Tag und jetzt erstmal Applaus für Andreas Schleicher. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen auch. Wenn wir aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise irgendetwas gelernt haben, dann ist es, dass man sich aus so einer Krise durch kein Rettungspaket retten kann. Dass man sich aus so einer Krise nicht irgendwie herausstimulieren kann. Dass man nicht genug Geld drucken kann, um diese Krise zu bewältigen. Was man aber sehr wohl tun kann, ist mehr Menschen besser darauf vorzubereiten, an diesem Leben erfolgreich teilzunehmen. Wenn was unsere Daten zeigen, ist, dass es nie zuvor Menschen, die gut gebildet sind, so erfolgreich waren im Leben, in der Gesellschaft wie heute. Dass aber auf der anderen Seite Menschen mit niedrigem Bildungsgrad ohne die entscheidenden Zukunftskompetenzen immer schlechtere Perspektiven haben. Die Menschen, die Gesellschaften, die am Übergang in die Wissensgesellschaft scheitern, stehen vor immer schlechteren Voraussetzungen. Viele von Ihnen kennen die PISA-Studie, wo wir die Schüler in den Schulen getestet haben anhand von Zukunftskompetenzen. Wir haben das Gleiche jetzt auch mal für Erwachsene gemacht. Ergebnisse werden im Oktober veröffentlicht. Hier mal vorab ein Schaubild, das zeigt Ihnen, wie Kompetenz, das, was wir können, das, was wir wissen, zusammenhängt mit verschiedenen Erfolgsgrößen. Zum einen sehen wir natürlich, dass was wir verdienen, unsere Arbeitsmarktchancen, sehr eng mit den Kompetenzen zusammenhängt. Wenn uns die Grundkompetenzen fehlen, haben wir weniger Chancen am Arbeitsmarkt, verdienen weniger. Das weiß jeder von Ihnen. Das wird aber viel interessanter. Wir sehen zum Beispiel auch, dass unsere Bereitschaft, uns in dieser Gesellschaft zu engagieren, kein reines soziales Phänomen ist, nicht davon abhängt, wo wir aufgewachsen sind, sondern ganz klar zusammenhängt mit den Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir mitbringen. Trust, Vertrauen. Auch das ist eine Größe, die hängt nicht davon ab, von meinen Mitmenschen, sondern die hängt ganz entscheidend davon ab, was ich selber kann. Wir sehen, dass Menschen ohne Grundkompetenzen, Basiskompetenzen, viel weniger Vertrauen haben. Vertrauen in Institutionen nicht, Vertrauen ihrem Nachbarn nicht, Vertrauen ihrem Wirtschaftspartner nicht. Und Vertrauen ist die Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft. Vertrauen ist also nichts, das wir irgendwie schaffen durch soziale Kontexte oder Institutionen, sondern dadurch, dass wir Menschen befähigen, mit den Kompetenzen am Leben teilzunehmen. Wir sehen das auch, higher propensity of believing people try to take advantage of others. Am oberen Ende des Spektrums sind die Leute davon überzeugt, ich kann diese Gesellschaft gestalten, ich kann etwas tun. Am unteren Ende des Kompetenzspektrums sagen die Leute, jeder versucht mich irgendwie zu überlisten, übertriegen. Also, es gibt viele Erfolgsgrößen, die ganz, ganz eng und jeden Tag enger zusammenhängen mit dem, was ich kann. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch diese toxische Mischung auf den Straßen. Wir haben auf der einen Seite Leute, die, was weiß ich, ein Doktorstudium abgeschlossen haben, Universitätsstudium und arbeitslos sind. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Zahl von Arbeitgebern, die uns heute sagt, wir finden nicht die Leute mit den Kompetenzen, die wir brauchen. Auf der einen Seite Leute,
gut gebildet, arbeitslos. Auf der anderen Seite, uns fehlen die entscheidenden Leute. Schauen Sie sich dieses Schaubild an. Ne? Deutschland steht noch nicht so schlecht da, aber in der Mitte trotzdem 40%. 40% der Arbeitgeber sagen, wir haben Schwierigkeiten, die Leute zu bekommen mit den geeigneten Kompetenzen. Es geht noch bis 80% in einigen Ländern rauf. Ne? Das ist also auch ein wichtiges Ergebnis. Ne? Alleine irgendwo mehr Bildung zu haben, heißt nicht, dass wir besser gebildet sind. Es hängt davon ab, dass wir erstmal verstehen, was sind denn überhaupt die Kompetenzen, die Erfolg heute bestimmen. Da werden wir noch uns viel darüber unterhalten. Die Frage ist dann natürlich, wie kann man diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten lernen? Wo kann man sie lernen? Und aber wir sehen, dass Schule nur wirklich ein Faktor ist. Die dritte Frage ist natürlich, wie können wir Kompetenz nutzen? Wie können wir sicherstellen, dass die Leute, die etwas können, auch tatsächlich die Möglichkeiten haben, ihre Kompetenz einzubringen? Ne? Und da steht in einem Land wie Deutschland zum Beispiel die Qualifikationssysteme dem sehr im Wege. Ne? Oft zählen die Zertifikate, nicht das, was ich wirklich kann. Wie können wir das, was Leute können, wirklich transparenter machen, sodass Kompetenz, nicht irgendwelche formalen Qualifikationen über Erfolg entscheiden? Ne? Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ne? Ich habe mein Diplom in Physik gemacht. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ne? Und wenn Sie mich heute in ein Labor schicken, da werde ich wahrscheinlich keinen besonders guten Beitrag leisten, ne? Weil ich vieles von dem, was ich damals konnte, vergessen habe. Weil sich die Welt auch verändert hat. Die Ansprüche haben sich verändert. Ne? Auf der anderen Seite habe ich andere Sachen gelernt, die ich heute in meinem heutigen Beruf mache. Ne? Aber letztendlich das, was Sie in meinen Arbeitszeugnissen sehen, ist die formale Qualifikation. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dann natürlich die beliebte Frage, wer bezahlt denn dafür? Wer bezahlt für was, wie, wann und wo? Ganz entscheidende Frage. In der Schule ist das einfach. Jeder sagt Ihnen ja, Kindergarten, Schule, das muss öffentlich finanziert werden. Aber wie sieht es aus mit lebensbegleitenden Lernen? Wie sieht es aus mit den Chancen, weiterzulernen? Meine Kompetenzen jeden Tag weiter auszubauen. Das sind die entscheidenden Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir dies beantworten wollen. Schauen wir nochmal auf ein paar Fakten. Growing Knowledge Intensity. Wir sehen auf der einen Seite, dass es immer mehr Leute gibt in den meisten Staaten, die in Forschung und Entwicklung beteiligt sind. Der Bedarf nach Fähigkeiten am oberen Ende des Kompetenzspektrums enorm gestiegen. Und das gilt für alle Länder der Industriestaaten. Wir sehen, dass es immer mehr Patente gibt. Ne? Immer mehr neue Ideen werden irgendwo zertifiziert. Auch das zeigt uns, dass im Grunde unsere Gesellschaft wissensintensiver wird. Wir sehen das heute, und das ist ein ganz entscheidendes Schaubild hier, wir sehen, dass sich das, was heute am Arbeitsleben gefordert wird, anders ist als vor vielen Jahren. Zum Beispiel hier sehen Sie in dieser Grafik, dass es heute weniger Arbeit gibt, die wir mit unseren Händen ausführen. Ne? Ich glaube, das ist im Grunde auch etwas, das wir alle wissen. Diese Jobs werden automatisiert, digitalisiert, Outsourcing. Es ist im Grunde etwas, das schon seit vielen Jahren beobachtbar ist. Aber was uns oft weniger bewusst ist, ja, der stärkste Rückgang am Arbeitsmarkt, das sind nicht mehr manuelle Tätigkeiten, sondern das sind, was wir hier Routine Cognitive Skills nennen. Dinge, die ich leicht unterrichten kann, Dinge, die ich leicht testen kann, Abfragewissen. Abfragewissen ist im Grunde die Kategorie an Kompetenzen, die am schnellsten an Wert verloren hat in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten. Das, was ich leicht unterrichten kann, das, was ich leicht testen kann, was Schulen so einfach vermittelt, das verliert an Wert. Und im Grunde ist das auch gar nicht so schwer zu verstehen, denn das sind im Grunde die Dinge, die ich am leichtesten digitalisieren, automatisieren und outsourcen kann. Die Reproduktion von Fachwissen, das, was heute immer weniger an Bedeutung hat. Was an Bedeutung gewonnen hat, ist unsere Fähigkeit, von dem zu extrapolieren, von dem, was ich weiß, mein Wissen in neue Zusammenhänge zu übertragen, die verschiedenen Punkte zu verknüpfen, aus denen die nächste Innovation entsteht. Nicht eben in einem Silo zu denken, sondern fachübergreifend zu arbeiten. Wir nennen das hier Non-Routine Analytic Skills, Dinge, die ich eben nicht in Algorithmen beschreiben oder erfassen kann. Der dunkelblaue Balken, noch wichtiger, Non-Routine Interactive Skills. Das ist im Grunde meine Fähigkeit, gemeinsam mit anderen Menschen an Lösungen zu arbeiten, zu kommunizieren, gemeinsam mit anderen Menschen zu arbeiten. Das ist im Grunde die am schnellsten,
die Kategorie von Kompetenzen, wo das stärkste Wachstum an Bedarf zu verzeichnen ist. Wir sehen also, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Welt entscheidend verändert hat. Das, was heute am Arbeitsmarkt zählt, ist etwas ganz anderes. Und dann überlegen Sie sich mal selber, wie weit diese Erkenntnis übertragen worden ist in das, was wir in der Schule lernen, wie wir in der Schule lernen und so weiter. Wenn wir uns das mal anschauen, es gibt im Grunde drei Kategorien von Kompetenzen im 21. Jahrhundert, die entscheidend sind. Das eine ist im Grunde, wie gesagt, nicht Wissen zu akkumulieren, sondern Wissen kreativ zu nutzen. Kreativität, kritisches Denken, Problemlösevermögen, Entscheidungen in einer sich verändernden, unsicheren Welt zu treffen, mich jeden Tag neu in dieser Welt zu positionieren. Das ist eine der entscheidenden Grundkompetenzen. Gemeinsam zu arbeiten, Kommunikation, die Fähigkeit, Konflikte zu finden, zu lösen, vor allen Dingen gemeinsam mit Menschen zu arbeiten, die anders sind als ich. Es ist leicht für jeden von uns, mit denen zu arbeiten, die genauso denken wie wir, die aus der gleichen Fachrichtung kommen, aus dem gleichen sozialen Kontext. Aber das Entscheidende für Erfolg heute ist im Grunde in der Lage zu sein, diese Gräben zu überbrücken. Sie haben das am vorigen Schaubild gesehen. Und natürlich, und da sind wir beim Bereich Technologie, wir müssen uns mit den Technologien, mit den Instrumenten auskennen, mit denen wir in dieser Welt kommunizieren können. Und Informationstechnologie steht an erster Stelle dort. Und das alles ist natürlich kein Selbstzweck, sondern es geht hier um Citizenship, das Leben und Karriere, aber auch um die persönliche und soziale Verantwortlichkeit. Das sind die entscheidenden Kategorien. Was heißt das für Bildung, für Lernen? In der Vergangenheit haben wir Bildung als einen Ort aufgefasst. Wir bringen Kinder zur Schule, das ist im Grunde auch ganz einfach. Da schicken wir sie hin, da lernen sie irgendwas. Heute weiß jeder von Ihnen, weiß jeder von uns, dass Lernen kein Ort, sondern eine Aktivität ist. Etwas, was man überall irgendwo einbringen kann, umsetzen kann. Ich kann überall lernen. Das ist im Grunde ein ganz neuer Kontext für die Institution, in denen wir uns bewegen. Wir brauchen uns weniger mit zu befassen, wie die Organisation von Lernen ist, wir müssen uns mehr darüber Gedanken machen, was wir wirklich erreichen wollen. Was sind die Kompetenzen, die wir stärken wollen? Das heißt auch, dass wir denen, die dort arbeiten in den Institutionen, weniger vorschreiben, was und wie sie zur Arbeit haben, sondern mehr im Grunde eine Profession schaffen, die selber ihre Arbeit gestalten kann. Dass wir weniger über Management, Verwaltung sprechen, mehr über Leadership und die Menschen zusammenbringen in Lernorganisationen, die diese Welt gestalten können. Wir haben in der Vergangenheit private und öffentliche Einrichtungen immer stark unterschieden. Vermischen sich schwer. Auf der anderen Seite, daraus entsteht heute neuer Raum. Public with private ist im Grunde das Entscheidende. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass jeder gleich irgendwo lernt. Wir können die Kinder nicht mehr in eine Schule schicken, wo alle im Grunde das Gleiche lernen, sondern das Entscheidende ist heute, wie können wir mit der Verschiedenheit der Menschen umgehen? Wie können wir erkennen und darauf eingehen, dass Menschen verschieden lernen, auch vielleicht verschieden lernen zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben. Und das schafft natürlich ganz andere Anforderungen. Also das sind nur so ein paar Punkte, mit denen wir uns irgendwie befassen wollen, wenn wir uns mit dem Lernen im 21. Jahrhundert befassen. Was heißt das für Lernumgebung im 21. Jahrhundert? Was heißt das zum Beispiel für Schule, für Universität? Das Erste ist, dass Lernen wirklich ins Zentrum muss, nicht die Institution, dass wir das Engagement der Menschen sicherstellen müssen. Eins zeigen unsere PISA-Resultate sehr, sehr klar. Wenn sie junge Menschen nicht begeistern für das Lernen, wenn sich junge Menschen nicht für das interessieren, was sie tatsächlich machen, dann ist es sehr, sehr schwer, Kompetenz zu vermitteln. Fachwissen kann ich immer akkumulieren. Für den nächsten Test zu lernen, das kann im Grunde jeder. Aber im Grunde Kompetenz zu entwickeln, da ist es ganz entscheidend, dass wir Leute im Grunde wirklich engagieren. Dass wir den Übergang schaffen vom formalen Lernen zu Beginn unseres Lebens, wir gehen auf die Schule, in die Universität, zu wirklich lebensbegleitenden Lernen. Lernen darf nie aushören. Sie sind heute ganz, ganz schnell aus dem Rennen. Das sehen wir immer deutlicher. Leute kommen zwar relativ gut ins Arbeitsleben, aber sie verlieren ihren Job und bekommen dann keinen Anschluss mehr, wenn sie eben nicht willens und in der Lage sind, die Fähigkeit und Motivation haben, weiterzulernen. Dass wir halt immer stärker berücksichtigen, dass Menschen unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Kontexten leben, in unterschiedlichen Kontexten lernen. Dass wir
nicht am Ende irgendwo einen Schultest machen oder ein Abitur oder sonst was, sondern uns jeden Tag darüber Rechenschaft abgeben, was wir wo wie lernen. Da müssen wir uns auch im Grunde bei PISA fragen. Wir machen da einen Test, gucken nach, was die Schüler können und schicken den Schulen, den Ländern die Ergebnisse ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Aber heute brauchen wir im Grunde diese ständige Rückmeldung. Lernen und Evaluation muss im Grunde ein und derselbe Prozess sein. Dass wir von jungen Menschen sehr viel mehr erwarten können. Das gilt auch gerade für Deutschland. Wir setzen im Grunde die Horizonte für viele Menschen viel zu niedrig an. Gerade für Menschen aus ungünstigem sozialen Umfeld oder mit Migrationshintergrund. Die Reaktion des Bildungssystems darauf ist oft, okay, wir machen das für diese Menschen ein bisschen einfacher. Und damit haben wir sie im Grunde in eine Schublade gesteckt, aus der sie im Leben nie wieder herauskommt. Der starke Einfluss vom sozialen Hintergrund auf Bildungsleistung in Deutschland ist genau die Folge dessen, dass wir im Grunde sagen, wir haben verschiedene Bildungshorizonte. Was erfolgreiche Bildungssysteme heute leisten, ist, dass sie die Anforderungen an jeden einzelnen Menschen enorm hochsetzen. Wir haben das mal in unserer PISA-Studie getestet. Wir haben die 15-Jährigen, die dort diesen Test machen, eine Frage gestellt. Und zwar, was macht euch eigentlich in Mathematik erfolgreich? Und da antworten ihnen Amerikaner typischerweise so, ja, das ist alles Talent. Ne? Wenn ich im Grunde kein Mathematikgenie bin, dann sollte ich lieber was anderes machen. Die glauben also, liegt nicht in ihrer Hand, liegt an Talent. Wenn Sie die Frage in Deutschland stellen, dann sagen die Leute, ja gut, mein Vater war Klempner, ich werde Klempner, ich brauche keine Mathematik. Sozialer Hintergrund. Wenn Sie die gleiche Frage in China stellen oder in Japan, sagen Ihnen 9 von 10 15-Jährigen, Mathematikfähigkeit liegt daran, wie ich mich selber dafür einsetze. Und ich glaube, dass meine Lehrer mich damit unterstützen, wirklich gut zu werden. Also der Glaube, ich kann diese Ergebnisse beeinflussen. Ich bin selber für mein Lernen verantwortlich. Und das spiegelt im Grunde die Haltung wider, mit der wir an junge Menschen herangehen, Zukunftskompetenzen zu entwickeln. Dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Arbeitswelt und Schulwelt miteinander verbinden. Ich habe Ihnen eine interessante Grafik mitgebracht. Die zeigt uns im Grunde, wo und wie wir Kompetenz entwickeln. Die Art der 21st Century Skills, von denen wir hier sprechen. Auf der vertikalen Achse sehen Sie so einen Testscore, ne, was die Leute können. Und auf der horizontalen Achse sehen Sie das Alter der Leute. Ich habe jetzt mal eine jüngere Gruppe genommen, 16 bis 25 Jahre. Und der rote Balken sind dort die Leute, die irgendwo im Bildungssystem sind. Ne, die sind in den Schulen, in den Universitäten. Und dieser rote Balken zeigt Ihnen, wenn Sie in der Schule sind, wenn Sie in der Universität sind, dann lernen Sie tatsächlich was. Ne? Also dieser Balken geht nach oben. Viel interessanter ist aber, wenn wir uns den grünen Balken anschauen, das sind die jungen Menschen, die arbeiten und gleichzeitig lernen. Das kann in Deutschland eine Berufsausbildung sein, das kann aber auch der Universitätsstudent sein, der nebenbei noch arbeitet. Und wir sehen dort, die fangen etwas auf einem etwas niedrigeren Niveau an, das ist oft nicht die erste Wahl von jungen Menschen, aber die kommen am gleichen Punkt an. Das heißt, die Kombination von Arbeit, von Lernen kann sehr, sehr fördernd sein für Kompetenzentwicklung. Selbst junge Menschen, die nicht das Glück haben, irgendwo im Bildungssystem zu sein, sondern beschäftigt sind, auch dort sehen wir im Grunde, wie sich Kompetenz entwickelt. Der Arbeitsplatz selber kann ein sehr wichtiges Umfeld für Lernen, auch praktisch akademischer Kompetenzen sein. Die einzigen Menschen, die davon ausgeschlossen sind, sind die weder arbeiten noch im Bildung sind. Und für die geht das abwärts. Auch das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn Sie sich außerhalb des Bildungssystems, von Bildungsprozessen, außerhalb des Arbeitslebens befinden, dann bleiben Sie nicht da, wo Sie angefangen haben, sondern Sie verlieren an Kompetenzen. Auch das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Kompetenz ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Aber es ist eine Währung mit einem hohen Grad an Inflation. Das heißt, ich nutze meine Kompetenz nicht, die Welt verändert sich, ich kann im Grunde jeden Tag weniger. Ganz, ganz wichtig. Aber hier sieht man im Grunde, es gibt verschiedene Kontexte und wir überschätzen meistens die Kontexte der formalen Institutionen. Wir unterschätzen das, was wir in ganz anderen Zusammenhängen wirklich lernen können. Sicherstellen, dass Lernen ein sozialer Prozess ist. Warum? Weil die sozialen Kompetenzen immer mehr an Wert gewinnen. Innovation ist heute nicht mehr, Sie haben eine großartige Idee und machen das dann auch, sondern Innovation ist, wie Sie Ihre eigenen Ideen mit anderen Menschen austauschen. Und daraus im Grunde Neues entwickeln. Und das können wir nur dann entwickeln, wenn auch Lernen ein sozialer, gemeinschaftlicher Prozess ist.
Es gibt einige Bildungssysteme, die machen das heute schon hervorragend. Das ist eine ganz große Herausforderung. Verbindung zwischen verschiedenen Schulfächern herstellen. Auch das im Grunde eine ganz entscheidende Voraussetzung für Erfolg. Wir können heute einfach nicht mehr in Silos denken. Die entscheidende Fähigkeit ist im Grunde, wie kann ich das Wissen, das ich mir in einem Spezialgebiet erarbeitet habe, auf ein neues Spezialgebiet übertragen. Die Welt ist heute nicht mehr eine Welt von Spezialisten und Generalisten. Spezialisten sind Leute, die wissen sehr viel über sehr wenig. Und Generalisten sind Leute, die wissen sehr wenig über sehr viel und so weiter. Das ist heute nicht mehr das, was zählt. Was zählt, ist im Grunde ihre Fähigkeit, Spezialist zu werden. Ganz, ganz schnell in einem Gebiet, was vielleicht noch niemand anders bearbeitet hat. Und im Grunde das, was Sie wissen, die Paradigmen, mit denen Sie arbeiten, in neue Zusammenhänge zu übertragen. Gut, wenn wir das wissen, wie können wir diese Art von Kompetenzen entwickeln? Das hängt natürlich auch davon ab, welche Leute wir für den Beruf des Lehrers, des Ausbilders gewinnen. Ein Land, was dort enorm erfolgreich ist, ist Finnland. In Finnland bewerben sich heute 10 Leute auf eine Lehrerstelle, trotz mittelmäßigen Gehalts. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern damit, dass dieser Beruf enorm spannend ist. Weil es eben kein Beruf einer Art Industriearbeiters ist, der im Grunde nur das vermittelt, was irgendwo in Curricula und Lehrplänen steht, sondern der selber sich darum bemühen muss, mit anderen Kollegen gemeinsam zu gestalten, was wo wie gelernt wird. Das sind Leute, die sind in ihrem Fachgebiet kompetent. Das sind Leute, die wissen aber auch, dass sie verschiedene Lehr- und Unterrichtsstrategien kreativ anwenden müssen. Wir haben das mal untersucht mit Daten. Und wir haben Lehrer zunächst einmal gefragt in allen Ländern, was guter Unterricht ist. Und da sagt ihnen jeder Lehrer im Grunde, guter Unterricht ist, wenn die Kinder an Projekten arbeiten, fächerübergreifend arbeiten, unterrichtsbezogen übergreifend, mit im Grunde ein gemeinschaftlicher Prozess wird. Dann haben wir untersucht, was tatsächlich gemacht wird und wir haben im Grunde auch die Person dort gefragt und da sehen wir genau das Gegenteil. Die dominierende Lernform in unseren Schulen ist eben immer noch sehr klar strukturierter Unterricht, traditionell im Grunde Frontalunterricht und so weiter und diese Enhanced Teaching Activities, das wo im Grunde wirklich Lernen gelernt wird, die sind heute noch immer sehr selten. Und das gilt im Grunde fast für alle Länder. Also das gibt im Grunde eine Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen, die dort arbeiten, wissen, was guter Unterricht ist, haben aber im Grunde in den Institutionen, in denen sie arbeiten, sehr viel Schwierigkeiten, das dann auch umzusetzen. In Finnland sieht das eben anders aus. Das ist ein Bildungssystem, wo Menschen, die für diesen Beruf ausgebildet werden, schon sehr, sehr früh auch mit Kindern zusammenhängen. Ich habe Ihnen gesagt, nur einer von 10 schafft das, einen Lehrerberuf zu bekommen, der zweitbeliebteste Beruf in Finnland. Und der Test ist nicht, ob Sie im Grunde einen Einstellungstest schaffen, im Grunde schon so einen Universitätstest, sondern ob Sie in der Schule erfolgreich sind. Sie werden von Ihren Kollegen, von Schulleitern bewertet nach Ihrem pädagogischen Talent. Hören Sie sich das mal an, eine Englischlehrerin in Finnland hat mir das mal so erklärt. So the teacher trainees need to have a certain amount of years of their subject learned at the university before they can enter the teacher training program. Teacher training for subject teachers lasts for a year, and so initially they start with theory. They are at the university for some weeks, then they come to us for a period of orientation where they meet their mentor teachers and they get to see the classrooms. And then there's a period during which they teach in pairs. After that, they go back to the university to get some more theory. They also have now some experience. They're able to maybe ask different questions because they have some experience from the practical side of things. And so it's kind of a wave back and forth between coming to get the practical side at the school and then going back to gain some more information regarding theory. Denn es ist eine völlig andere Konzeption von der Rolle, die ein Lehrer später spielt. Ich setze das, was jemand anders in einem Lehrbuch vorgefasst hat, um in der Klasse, sondern ich bin selber derjenige, der das schafft, der im Grunde das Wissen, was Schülern dann vermittelt wird, auch selber schafft, gemeinsam mit meinen anderen Kollegen. Dass man kreative Kompetenzen stärkt. Wenn Sie sich an Japan denken, viele würden im Grunde sagen, traditionell ist Japan das Land, was sehr stark auf formalisiertes Wissen gesetzt hat. Sehr im Grunde auf Abfragewissen und so weiter. Und das stimmt im Grunde auch.
Was wir aber unterschätzen, dass sich die Welt verändert hat. Wenn wir hier mal zwischen der PISA 2006 und 2009 Studie sehen, auf der linken Seite habe ich im Grunde traditionelles Testwissen. Auf der rechten Seite habe ich die Fähigkeit von Schülern, offene Fragen zu beantworten, wo sie kreativ Wissen schaffen müssen. Und da sieht man, die OECD-Staaten haben sich etwas im Abfragewissen verbessert und ein bisschen mehr in den, sagen wir mal hier, Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Sieht im Grunde aus, es geht alles irgendwo in die richtige Richtung. Aber wenn wir zum Beispiel nach Japan schauen, die haben in den letzten Jahren das wirklich geschafft, diesen Übergang zu den Kompetenzen des 21. Jahrhunderts umzusetzen. Dort gibt es enorme Fortschritte im Grunde in dem, wie und wo Schüler lernen. Da gibt es heute mehr fächerübergreifenden Unterricht, da gibt es heute mehr Fokus auf Kreativität und so weiter. Also was ich Ihnen hiermit zeigen wollte, dass man diese Dinge wirklich verändern kann und zwar nicht in langen, jahrzehntelangen Zeiträumen, sondern in relativ kurzen Zeiträumen, wenn man im Grunde die Geschichte richtig anpackt. Dass man Lehrern, Schulen die Möglichkeit gibt, jeden Tag dazu über reflektieren, was mache ich eigentlich? Wenn wir nach Schweden schauen zum Beispiel, da gibt es die Schulleiter, die sich jeden Tag fragen, die ihr Kollegen jeden Tag fragen im Grunde, woher wissen wir das, was wir machen, dass das wirklich erfolgreich hat. Wenn wir zum Beispiel an Sprachkompetenz denken, wir wissen aus der Gehirnforschung, dass es einen Weg gibt, wie man Sprachen nicht lernt. Und das heißt, und das ist, wenn man am Montag eine Stunde Englisch hat und am Donnerstag eine Stunde Englisch. Das ist eine Garantie, dass man eine Sprache nicht lernt, weil das Gehirn Sprachen so nicht lernt. Wenn Sie die jungen Menschen heute im Sport auf Englisch unterrichten würden oder Französisch oder was weiß ich, dann würden Sie wahrscheinlich sehr viel mehr gewinnen als eine Stunde an formalem Wissen. Woher wissen wir, dass das, was wir tun, das Richtige ist? Woher wissen wir, wie andere Menschen in anderen Zusammenhängen das arbeiten? Dass im Grunde Lehrer miteinander vernetzt sind und so weiter. Die Frage, dass Lehrer gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten. Das eine ist immer, wir haben im Grunde immer noch ein Industriemodell vor uns, wenn wir über traditionelle Bildungsprozesse nachdenken. Wir denken im Grunde, irgendjemand weiß, was zu tun ist und dann müssen wir möglichst viele Leute trainieren, das umzusetzen. Aber Sie wissen das besser als jeder andere. Die Welt funktioniert heute anders. Die Welt funktioniert, indem sich die Leute, die an der vordersten Front arbeiten, gemeinsam austauschen. Ein Land, was das hervorragend gemacht hat, ist Kanada. Die haben sich überlegt, im Grunde, was sind im Grunde die guten Ideen, die es heute gibt in den Schulen? Wie können wir diese Ideen mobilisieren? Wie können wir diese Ideen übertragen auf andere Bildungszusammenhänge? Wie können wir sicherstellen, dass andere Menschen in anderen Schulen davon profitieren? Es ist heute absurd, daran zu glauben, selbst der beste Bildungsminister der Welt kann nicht die Probleme von Millionen von Schülern und Hunderttausenden von Lehrern und Schulen lösen. Wenn wir aber das mobilisieren können, was an guten Ideen an der Frontlinie ist, dann können wir im Grunde auch das Bildungssystem verändern. Das Beispiel Kanada, Ontario im Einzelnen zeigt uns, wie das funktioniert. Hören Sie sich an, den Vizeminister, wie er das beschreibt. We placed a lot of emphasis on building on good things that were happening in the system. We started with the idea that there were lots of good things happening and what we needed to do was scale those, have more people know about them, celebrate them, support them, and make them more widespread. And we certainly tried to create a feeling across the province that everyone was in it together. Ganz, ganz wichtiger Prozess. Der nächste Aspekt ist natürlich, wie können wir die Menschen mobilisieren, das zu tun? Sie können heute nach Asien gehen, insbesondere Singapur, wo Sie sehen, wie Menschen gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten. Technologie, da werden Unterrichtssequenzen aufgenommen, über Video vorgespielt, da lerne ich im Grunde aus meinen eigenen Erfahrungen und aus den Erfahrungen anderer. Ich kann im Grunde das gesamte Wissen im Bildungssystem mobilisieren, verfügbar machen. Schauen Sie sich mal an, wie das in der Praxis funktioniert. To do that, really we get teachers to work together, to collaborate and to look at each other's practice in the classroom. I think that is essential and really very critical because the good teaching practices should not reside within the four walls and be kept to one teacher. And I think there is a lot of sharing that we can have in this school. What you want to do right now is, okay, think of the Socratic questions. Okay, what do I want to use to further define, clarify? Now, okay, I will go on the internet, I will find any sort of evidence that will help support this statement or refute this. Professional learning community in schools was started basically to ensure that teachers had a platform to
develop their teaching practices. Our main focus actually is to make sure that students learn best. And in order to do that, we have to collaborate. We exchange ideas, we try out, we test, and eventually we check for results. And the intention really is to share ideas to make it better for the students. Und schauen Sie sich das Beispiel hier mal an. Ich sage Ihnen dazu mal ein paar Fakten. Die Lehrer in Singapur werden besser bezahlt als Lehrer in Deutschland, die schon nicht schlecht bezahlt werden. Die Schulen in Singapur sind hochtechnologisiert. Jeder Schüler hat dort einen Computer, jeder Lehrer arbeitet damit. Sie haben eine wunderbare Lernumgebung. Und so weiter. Und trotzdem gibt dieses Land nur etwa halb so viel für Bildung aus wie Deutschland. Warum? Es arbeitet anders. Sie haben das gesehen hier. Die Klassen sind sehr groß. Das heißt, die Schüler lernen dort, sind dort oft auf sich alleine gestellt in den Lernprozessen. Der Lehrer ist mehr der Moderator. Technologie hilft noch. Man kann also, es ist nicht unbedingt, dass bessere Bildung immer teurer sein muss, sondern man kann im Grunde dieses Lernen im 21. Jahrhundert durch Technologie und andere Instrumente entscheidend verändern, entscheidend fördern. Da bin ich dann beim Thema Technologie. Ich habe das bewusst hier ans Ende gesetzt, weil ich glaube nicht, dass wir durch die besten Technologien heute schlechten Unterricht ersetzen können. Wir können aber im Grunde durch gute Technologien, guten Unterricht entscheiden, mobilisieren und verändern. Länder, die das sehr gut machen, Australien, Neuseeland, dort kann im Grunde jede Schule heute auf ein breites Spektrum an Instrumenten zurückgreifen, um Technologie basiert zu lernen und zu unterrichten. Und auch hier wieder die Schulen in Singapur sind beispielhaft, wie sie Technologie nutzen, um zum Beispiel auch in großen Klassen zu arbeiten. Wenn ich in einer Klasse mit 40, 50 Schülern arbeite, dann kann ich mir nicht im Grunde in jeden einzelnen Schüler hineinversetzen. Wenn ich aber durch Technologie im Grunde mir ein Fenster aufbaue in das, in die Lern- und Arbeitsprozesse jeden einzelnen Schülers, kann ich ganz, ganz anders arbeiten. Hören Sie sich das mal an. So we look at technology very meaningfully and we see how can we leverage this technology to make a very significant impact in the classroom instruction. I'll give you an example. In a classroom of 40, it is really impossible to get 40 students to ask 40 questions at one go. When we use the instant messaging tool, we open 40 windows to 40 kids. They could ask 40 questions at the same time, and the teacher could see their thinking on the technology tool that they use. And kids get more excited because they are using the tools that they are very, very good in using, not just the pen and the pencil. Write everything on consolidated on one PowerPoint slide. Use the main thing as a skeleton, then you add on to the different parts. Okay? A lot of our younger teachers are coming in. They're a lot more savvy in the use of information communication technology tools. And I see them teaching the more senior teachers how to use those tools effectively. Technologie im Unterricht, Technologie im Lernen. Und Technologie ist im Grunde auch das, was uns heute ermöglicht, alles Wissen, das überall abfragbar ist, täglich zur Verfügung zu haben. Aber das erfordert eben neue Kompetenzen. Das ist nicht im Grunde die Schaffung von mehr Wissen, sondern ich muss dann eben auch in der Lage sein, das Wissen zu filtern, zu analysieren, zu vergleichen, zu bewerten. In der Vergangenheit konnten Sie jemandem sagen, okay, du weißt etwas nicht, schau das nach in einer Enzyklopädie, in einem Lexikon und du kannst dich darauf verlassen, dass die Antwort dort auch stimmt. Heute gucken Sie nach bei Google und Sie finden 27.000 verschiedene Antworten und im Grunde sich daraus im Grunde selber die entscheidenden Schlüsse zu ziehen, ist das, was heute wirklich zählt. Was heißt das, dass Innovation im Grunde das im Zentrum stehen muss von Bildungs- und Lernprozessen? Und das heißt Innovation bei Wissenschaft, bei Forschung. Wenn wir uns das hier mal im Vergleich angucken, was die Rolle von Forschung in Bildung, die industrialisierte Welt wendet etwa 15 Mal mehr für Forschung im Medizinbereich aus als für Forschung im Bildungsbereich, obwohl das gleiche Posten im Haushaltsbereich sind. Also wir haben im Grunde im Bildungsbereich noch keinerlei Tradition, wissensbasiert wirklich zu arbeiten. Innovation und Wissen der Praxis, ganz entscheidend, wie kann ich im Grunde die Fähigkeiten, das, was Leute in der Praxis gemacht haben, im Grunde mobilisieren. Innovation bei den Nutzern, ne? Die Schüler, die Lehrer, die greifen im Grunde selten auf deren Wissen zuraus. Und dann Innovation, das auch die Industrie und die Wirtschaft mit einbezieht. Lassen Sie mich das ganz kurz zusammenfassen. In der Vergangenheit konnten wir uns darauf verlassen, dass nur einige Menschen sehr gut ausgebildet sind. Das reicht für die Industriegesellschaft. Heute müssen wir sicherstellen, dass alle jungen Menschen gut vorbereitet sind.
In der Vergangenheit konnten wir davon ausgehen, dass das, was ich lerne für mein Leben, ausreicht. Heute gilt das immer weniger. Heute muss ich in der Lage sein, im Grunde ständig weiterzulernen, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, neue Zusammenhänge zu erfassen. In der Vergangenheit reicht das als Lehrer im Grunde, ein Textbuch zu vermitteln. Heute macht das keinen Sinn mehr. Heute muss ich im Grunde mir das Wissen, was ich vermittle, selber schaffen aus aktuellen Zusammenhängen. Das heißt eben auch, dass die Arbeitsorganisation, die ich in einer Schule heute oder in meinem Bildungsprozess heute besteht, ganz anders sein muss. Lernen ist ein lebensbegleitender Prozess. Die Schule ist nur im Grunde ein Teilbereich, der mich da im Grunde weiterbringen kann. Gut, ich will das damit belassen. Ich will dem Panel auch keine Zeit wegnehmen. Ich bedanke mich herzlich und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.